Ja, guten Morgen. Da hatten wir wieder dieses wunderschöne Intro und wir sind jetzt live. Wie ich sehe, sind auch die Kommentare da und der gute Sven ist auch hier. Super. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch ich habe mich heute eingeschaltet. Ich bin quasi wieder Ja. Beisitzer, Nico. Genau. Und ja, wie geht's denn? Gut aufgestanden? Ja, ich habe einigermaßen gut geschlafen und jetzt auch einigermaßen gut in den Tag gestartet. Und naja, was soll einem anders noch passieren hier bei einer guten Tasse Kaffee, bei der virtuellen Genau. Tasse, Kaffeetasse, ist das Ganze viel besser. Dann geht's Da mal. hast du recht. Ja. Ja, sollen wir denn mal so langsam starten in den Tag? Ich glaube, 9:39 Uhr haben wir heute, 1.4.2021. Ja. Ich würde sagen, du machst dein morgendliches Appell hier, hätte ich fast gesagt. Ja, die Corona-Update, erzählst uns mal ganz Ja. kurz, wie die Lage heute so ist. Genau, leider muss das halt sein so. Aber ja, da legen wir los. Also wir haben jetzt eine Gesamtzahl von 661.721 Infektionen gesamt, wie gesagt, also seit Anfang der Pandemie. Das bedeutet 9.288 neue Fälle seit gestern. Und ja, wie ich das auch schon am Montag habe ich das, glaube ich, oder am Dienstag habe ich gesagt, dass jetzt die Zahlen sind ein bisschen besser, aber das geht noch hoch. Weil wir haben jetzt noch diese, in dieser Zeit haben wir noch diese ja, Sachen, dass das pro Tag auch sich sehr hoch schießen kann an einem Tag. Und ich glaube, wir haben noch ein, zwei solche sehr, sehr hohen Zahlen leider vor uns. Wir beklagen insgesamt 20.995 Tote. Das heißt 258 neue Todesfälle zu gestern. Aktiv liegen bei 230.000 161, Entschuldigung, das sind die aktiven Fälle. Im Krankenhaus sind 12.062 Personen, die gepflegt werden mit Corona und auf Beatmungsgeräten 1.512 Personen. Das ist wieder ein bisschen hochgegangen. Die erste Impfung haben also die geimpft, wir wurden schon 2.065.948 Personen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Letztens hatten wir ja die Zahlen sehr spät, damit sie das am Nachmittag so schreiben können, dass wir bald die 2-Millionen-Rate erreichen. Und das war schon vor 2 Tagen. Und in 2 Tagen haben sie nur 65.000 Impfungen gemacht. Also bis jetzt war das ja täglich so 40, 50. Ich weiß nicht, ob das jetzt, haben sie da zu schnell gemacht und es sind jetzt wenige Vakzinen übrig geblieben für diese Woche oder man weiß nicht. Aber ja, also die Zweitimpfung haben schon 787.207 Personen bekommen. Und gucken wir nochmal in die Quarantäne und die Tests vielleicht. 55.915 Personen sind in Quarantäne und 4.649.596 Tests wurden durchgeführt. Da klingeln die Kassen der Testhersteller, ne? Ja, aber die Tests gehen auch langsam hoch. Diese Woche war nicht so viel Tests, wie ich so gemerkt habe. Ja, haben wir noch was? Den Forint wirst du noch haben. Ja, der ist heute 363 Forint pro Euro, also nicht so viel geändert. Ja, alles beim Alten eigentlich. Ja, Genau. gestern Abend wurde es ja noch mal spannend auf M1. Da hat Viktor Orban ja dann noch mal gesprochen, ein Exklusivinterview im ungarischen Staatsfernsehen. Und ich möchte es mir heute Morgen eigentlich nicht nehmen lassen, Nico, wenn du mir gestattest, bevor da Ja. noch weitere News kommen. Ja, einen kleinen Kommentar vielleicht abzugeben zu diesem Interview. Ich würde das jetzt mal kurz darstellen, wie ich dieses Interview mitbekommen habe, auch ein bisschen analysiert habe aus der Sicht vielleicht auch der Medien und welchen Content oder welchen Inhalt hatte dieses Interview überhaupt? Wir kennen das ja auch von Angela Merkel. Ja, die war ja auch in dieser Woche bei Anne Will und hat da auch ganz wilde Spekulationen und wilde Dinge erzählt. Aber eigentlich letztendlich, wenn man einen Strich drunter macht, hat sie gar nichts erzählt. Und das habe ich gestern bei Viktor Orban in diesem Interview. Ich war natürlich gespannt, wie er sich jetzt darstellt, auch zu der Situation, die ja nicht gerade gut ist in Ungarn. Aber
eine große Inszenierung mit gutem Drehbuch von dem staatlichen Fernsehsender, muss man sagen. Die Moderatorin oder die Interviewerin hatte natürlich einige bissige Fragen dabei. Zum Beispiel die Frage nach der Situation in den Krankenhäusern. Herr Viktor Orban, wir haben ja genügend Beatmungsgeräte und so weiter und so fort. Wie sieht es aber dann auch aus bei dem Personal? Und diese Frage ist zum Beispiel gar nicht beantwortet worden. Sehr rhetorisch, ganz gut umschlungen von Herrn Orban, wo er dann erstmal dem Personal dankt im Krankenhaus und sagt, das sind die Besten, die Tollsten, super, klasse. Aber auf die Frage ist er gar nicht eingegangen. Und dann war es auch schon vorbei. Eine Nachfrage kam dann natürlich nicht von der Interviewerin. Genau die gleiche Frage, eigentlich auch, die Krankenhäuser seien voll, Herr Orban. Wie sieht's denn da wirklich auch aus? Auch hier hat er die Frage überhaupt nicht beantwortet. Er hat mit rhetorischen Werkzeugen das so ein bisschen, ja, umgangen, die ganze Sache, und hat sich eigentlich dabei noch selber auf die Schultern geklopft, in welch einer guten Situation man derzeit ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es sind teilweise Fragen überhaupt nicht beantwortet worden, wo überhaupt kein Informationsgehalt nachher im Prinzip zu entnehmen war. Eine ganze kleine Sache noch in meinem Kommentar dazu, wie gesagt, wir titeln das ja auch extra hier unter als ein Kommentar, ist die Frage zum Beispiel auch nach der Zahl der Todesopfer, die ja auch dann, und die wurde auch sofort umgangen, diese Antwort oder diese Frage, mit dem Thema Impfen, denn Impfen wird alles besser machen und die Situation sehr schnell in den Griff kommen lassen hier in Ungarn. Und am Ende noch ganz kurz die Frage natürlich, wann bekommen wir unser normales Leben zurück, Herr Orban? Und da hat er nochmal so richtig zugelegt und nochmal richtig aufgelegt, denn seiner Meinung nach wird der Sommer sehr lustig und sehr schön in Ungarn. Und ja, wir bekommen unser richtiges Leben eigentlich so nach dem Sommer wieder zurück. Aber auch im Sommer wird alles schon viel anders, viel besser, mit einigen kleinen Einschränkungen noch. Aber wie gesagt, seine Aussage dazu. Und ich habe die ganze Zeit geguckt unter den Tisch da. Wir können ja noch mal ganz kurz eben dieses Foto einblenden hier. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob der da so eine Glaskugel hat. Ja, wir sehen da in der Mitte irgendwie so ein weißes Gebilde, keine Ahnung, ob das die Glaskugel von Viktor Orban ist, aber mir kam das Ganze so ein bisschen vor, sehr inszeniert natürlich, die Fragen natürlich entsprechend auch schon mal in die kritische Richtung, aber wie gesagt, sie wurden im Prinzip überhaupt nicht beantwortet. Naja, haben wir aber natürlich nicht nur in Ungarn, sondern auch, wie gesagt, auch im Deutschen, in Deutschland, in diesen ganzen Talkshows, ja, schauen wir uns nur mal an. Herr Lauterbach, der ja wirklich mittlerweile, glaube ich, in den Talkstudios schläft. Ja, überall so, oder? Ist es ja. Aber es war schon, sage ich jetzt mal, sehr auffällig. Und natürlich auch dieser kleine Kick in die anderen Länder, zum Beispiel in Deutschland, beim Thema Impfen. Gut, muss man sagen, hat er recht. Ja, was in Deutschland an Impftheater abläuft, ist natürlich unvergleichbar. Da hat man aber auch gesehen, wie er so innerlich immer größer wurde in seinem Stuhl und sich dann auch die Liste nahm und dann den Kick nach Deutschland natürlich gegeben hat. Das war natürlich auch sehr gut inszeniert und mit einem Quäntchen Wahrheit natürlich auch, ja, was Deutschland da Zirkus macht, ist natürlich kaum vergleichbar. Aber wie gesagt, das ganze Interview M1 gestern Abend, ja, wer will, kann sich das ja nochmal anschauen und vielleicht meinen Kommentar im Hinterkopf dazu halten. Ich fand es eine große Inszenierung und die eigentlichen Fragen, die eigentlichen Kernpunkte wurden hier komplett ausgeklammert und es wurde auch auf Kritik im Prinzip null eingegangen. Ja, aber das hast du sehr schön gesagt, also auch mit der Impfung, weil das in den letzten Wochen oder schon seit Monaten vielleicht auch die Antwort auf alles sein kann. Impfung, Impfung, Impfung. Und ja, das ist im Moment die Antwort auf alles. Leider umgeht man dabei auch die negativen Dinge. Aber ja, ist halt so. So, ich würde sagen, Nico, machen wir ein paar News, oder? Ja, genau. News ist immer gut. Fängst du an? Ja. Oder? Ich habe auch ein paar. Ich kann anfangen. Ich habe zwar nicht so viel jetzt heute gesammelt, aber die wichtigsten fand ich zuerst, wir stehen jetzt vor Ostern und morgen ist schon das Osterwochenende, auch hier in Ungarn, ganz bis zum Montag. Also wir fangen nur am Dienstag die Woche an, nächste Woche. Und jetzt weiß auch die Polizei,
Und die Städte von Balaton wissen, dass sehr, sehr viele Menschen nach Balaton reisen werden. Und da hat man sich ein bisschen vorbereitet. Es gibt nämlich diesen Balatonbund, der verbindet alle Bürgermeister und alle Städte und Dörfer in der Region Balaton. Und sie haben jetzt, also der Präsident Gábor Lombard hat jetzt einige Sachen dazu gesagt, was jetzt zu erwarten ist am Wochenende. Und er hat dann gesagt, bitte die Maßnahmen einhalten, auf jeden Fall, wenn man auch am Balaton ist. Und Tourismus ist schon jetzt sehr hoch, höher als sonst, aber im Osterwochenende rechnet man mit einem Sommerverkehr. Also die Zahl der Sommerverkehr wird man da erreichen, wahrscheinlich so ganz, also ganz allgemein am Balaton, nicht nur eine Stadt. Aber das ist unglaublich. Also ja, natürlich, das Wetter spielt auch mit. Es wird zwar vielleicht ein bisschen kühler ab morgen, Älter, ne? Dann aber kann ich. eine Kaltwelle kommen. Ne? Ups, da war er weg. Holen wir ihn wieder. Zwischendurch versteckt er sich immer. Es ist natürlich Ostern, du brauchst ihn noch nicht verstecken. Außerdem versteckt man die Eier und selbst. Ja, du hast ja gerade mit dem Wetter gesprochen, ja. Also es soll ja eine leichte Kaltfront kommen. Du bist zu so 10 Grad, aber Ostermontag soll es besser werden, ne? Ja, ab Sonntag, Montag wäre das dann wieder schön. Aber wie gesagt, man ist hier jetzt vorbereitet. Und ich lese mal vor, was der Gábor Lombard so gesagt hat. Das ist ein sehr schönes Zitat, hat er, denke ich mal, gesagt. Wir freuen uns darauf, alle zu sehen, da es selbstverständlich ist, dass jeder, der kann, Ostern in einem der schönsten Teile des Landes verbringen möchte. Bitte beachten Sie jedoch, dass es in der Region auch viele Infektionen gibt. Die örtlichen Gesundheitswesen sind sehr überlastet. Und die Geschäfte, die Buffets, die ja nur teilweise offen sind, und die Langoschbuden sind noch nicht auf diesen Verkehr vorbereitet. Also, das ist auch ganz klar. Man weiß jetzt, dass es vielleicht wird nicht der klassische Balatonurlaub jetzt, wenn man da hingeht. Also, man bekommt den Langosch langsamer, man bekommt den Heck vielleicht ein bisschen später. Also, nicht nur diese kleinen Sachen. Und die Polizei und die Zivilwache wird mit der Zusammenarbeit Sachen kontrollieren. Und es ist auch, das ist nicht für die Abschreckung, aber man hat halt nur alles gesagt, damit jeder was weiß und damit keine Überraschungen sind. Auch am Balaton, auf den Straßen, überall örtlich, ist Maskenpflicht. Also man muss die Maske tragen. Und da jetzt verschärfte Kontrollen werden, muss man die halt auch tragen, weil da passt ja auch die Polizei besser auf. Und viele der Strände und Promenaden sind immer noch in der Renovation. Also hat man auch limitierte Zugänge zu bestimmten Sachen, also vor allem am Ufer, also wo ja auch die meisten hinwollen, denke ich mal. Und ja, wie gesagt, Restaurants sind ja sowieso nicht offen und diese kleinen Budenbuffets sind auch nur teilweise und wie gesagt, nicht so, noch nicht vorbereitet auf die Hauptsaison. Und was noch ganz wichtig war, vor allem jetzt in dieser Pandemie, Apotheken sind jetzt auch nicht überall offen, werden auch nicht überall offen sein. Es gibt nur diese, ja, so, es hängt vom ärztlichen Dienst ab, pro Dorf, pro Stadt. Und das kennt, Notfallapotheke, Notfall, bitte? den Notfall quasi, die Notapotheke. Ja. Und da sollte man also auch aufpassen. Aber wie gesagt, man erwartet ja jeden ganz herzlich, wie immer. Und da dachte ich, da gebe ich auch mal einen Tipp vielleicht. Ich sage ja nicht nur die schlechten Sachen, was hier zu erwarten ist. Mein Tipp wäre nur so ein paar Stunden Spaziergang oder man fährt halt an einem Tag zu mehreren Orten am Balaton und guckt sich ein, zwei Sachen an und vielleicht in einer der Imbissbuden was essen, aber halt nicht, naja, Hotels kann man jetzt sowieso nicht finden, aber trotzdem würde ich sagen, so ein, zwei Stunden hier spazieren, dann weiterfahren, da spazieren gehen und dann können wir auch nach Hause. Also so ein Eintagsprogramm kann man damit einbauen. Aber der Balaton ist auch im Sommer da. Der wartet auf uns. Also müssen wir ihn Balaton-Hopping. jetzt. Ja. Balaton-Hopping kann man ja machen. Ne? Genau. Und da ist ja noch natürlich die Pusta, die Bakongebirge, die Wälder und man kann halt überall schön spazieren gehen, jetzt auch am Wochenende. Man sollte da auch ein bisschen Alternativen suchen. So, bleiben wir am Genau. Balaton. Ich habe auch noch eine ganz interessante Info. Und zwar ist das Sturmwarnsystem, wie wir es kennen,
ja, an den großen ungarischen Seen seit heute im Prinzip wieder intakt bzw. angeschaltet. Hier warnt dieses System, dieses Blinksystem ja dann vor Schlechtwetterlagen. Dann weiß man ungefähr dann auch, wann man aus dem Wasser rausgehen sollte oder sein Boot aus dem Wasser ziehen sollte. Also ab heute hat der Landeswetterdienst diese Sturmwarnsysteme wieder angeschaltet. So, und dann habe ich auch noch eine Geschichte, genau, also überall in den ganzen Gemeinden, in den ganzen Städten macht man im Moment natürlich große Osteraktionen, wie hier in Jör zum Beispiel. Da hat man eine große Ostereier-Malaktion gemacht mit einigen Menschen, die dann die Ostereier bemalt haben. Natürlich alles unter Pandemievorschriften. Und hat das dann dort eine Wege. Aber wie gesagt, im ganzen Land überall sind diese Ostereier-Aktionen, wo man dann doch der ein oder andere Osterei bemalen kann. Und dann habe ich noch eine Geschichte gefunden, genau, vom Balaton. Denn hier wurden die Karpfen eingelassen aus den Zuchtbetrieben. Also ja, hier gibt es wieder einige Fische mehr dann in den nächsten Tagen. Einige Tonnen an Karpfen wurden hier eingesetzt dann in den Balaton wieder. Ja. Ist gut für morgen, oder? Morgen kommt ja sowieso Fisch überall auf den Tisch. Ja, genau. Morgen ist Karfreitag und da haben wir ein paar Fischchen mehr in den Balaton gebracht. Ja, wäre ja dann auch ganz gut. So, dann habe ich natürlich auch noch eine Geschichte von der Feuerwehr, die uns das dann heute Morgen hat zukommen lassen. Ganz spektakulär. Und zwar zeige ich euch da ganz kurz ein Video zu. Hier oben im oberen Bild seht ihr das. Und zwar hat es hier in Ürrem einen ganz interessanten Brand gegeben. Hier wurde erst Müll entzündet und dann hat der Müll einen sogenannten Gasstutzen im Prinzip entzündet, da wo im Prinzip dann Gas abgelassen wird. Und ihr seht, das brennt hier wie eine Fackel und das hat sehr, sehr lange gebrannt. Die Mitarbeiter vom Gaswerk mussten dann hier in Ürrem diese Pipeline erstmal stoppen, das Gas dann erstmal da letztendlich abstellen. Das hat etwas länger gedauert und ihr seht, wie die Feuerwehr hier zu kämpfen hat gegen diese Fackel. Also unglaublich, dieser, ja, ein etwas Brand der anderen Art und die Feuerwehr war da also sehr gefragt die ganze Nacht. Ja. Das waren meine Top-News. Jetzt bekommen wir gerade eben noch, Nico, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch bringen sollen, aber ganz, ganz Top-News kommt gerade hier rein. Und zwar habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, wer hat eigentlich diesen Frachter da im Suezkanal gefahren? Und jetzt tatsächlich ägyptische Ermittlungsbehörden sind derzeit hier in Ungarn und auf der Spur nach dem Kapitän dieses Frachters. Da soll in der Tat sollen da ungarische Hände mit im Spiel sein. Und wir haben ein erstes Bild auch hier von den ägyptischen Behörden. Ja. In der Tat. Also hier die Information, dass es hier sogar bis in Regierungskreise geht. Cecilia Müller, auch hier ihre Hände im Spiel. Das war ihre Yacht, oder? Das war nicht ihre Yacht. Sie hat tatsächlich einen Nebenjob, so haben jetzt die ersten Ermittlungen herausgenommen, dass sie am Wochenende also quasi so einen richtig großen Kahn fahren kann und darf, ja. Und dass man also nicht nur den Karren hier in Ungarn in die Schieflage bringen kann. Natürlich alles Quatsch, liebe Zuschauer. Ja, auch dieses Bild, eine kleine Fotomontage, die unser Nico heute Morgen gemacht hat. Natürlich ist das alles Quatsch, weil wir haben doch heute den 1. April. Genau. Und da führt man den einen oder anderen führt man ja da so ein bisschen auf den Holzweg, würde ich mal sagen. Aber wir haben so gewisse Parallelen mit der Normalwelt gesehen, ja. Was passiert, wenn man so ein Schiff in die Schieflage bringt? Oder wenn man so ein Schiff quasi mal quersetzt, ja? Dann geht gar nichts mehr. Also so gewisse Parallelen mit der Politik sind hier schon zu sehen. Und wenn die gute Frau dann irgendwann mal keinen Job mehr hat, wird ja dann irgendwann mal so sein, vielleicht wäre das eine Alternative. Ja, ihr Offizierfoto ist ja fertig. Ist fertig. Also sie kann das schon direkt nutzen für eine entsprechende Bewerbung. Ja, genau. Ich sagen, wir kommen aber auch trotzdem noch mal ganz kurz zum Thema Tourismus. Da habe ich auch noch was. Und zwar wisst ihr alle, jetzt hat der Nico sich wieder abgemeldet hier, holen wir ihn wieder rein. Ja, ihr wisst alle, dass momentan durch diese ganze Pandemie natürlich auch die Kreuzfahrt extrem in die Schieflage geraten ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber selbst wenn ein Schiff irgendwo steht, geparkt wird, kostet das eine große Summe Geld. So, und jetzt sind die Reedereien natürlich auf der Suche nach entsprechenden Alternativen. Jetzt kommt auch Ungarn ins Spiel.
Ja, richtig, genau. Ungarn hat sich angeboten, der Kreuzfahrtindustrie für im Prinzip große Parkplätze, wie da zum Beispiel der Balaton, der Velencesee oder auch der Theißsee, wo also solche Kreuzfahrtschiffe zwischengeparkt werden können und gleichzeitig auch als Hotel funktionieren können. Also im Prinzip Hotelschiffe am Balaton. Ja, die ersten Schiffe sind bereits im Prinzip im Anmarsch. Das sind natürlich riesige Transportgeschichten. Ja, also man hat hier allein für den Balaton allein schon 3 Schiffe im Prinzip angemeldet. Und auch die AIDA ist mit der neuen AIDA Victor auf dem Weg in den Theißsee. Dort will man dieses Schiff platzieren, auch als Hotelschiff, und Alternativen schaffen im Prinzip dann auch, ja, für die Touristen. Finde ich eine gute Idee, ja, erstmal für die Schiffe, ja, die kommen irgendwie mal wieder ein bisschen rum, und zweitens natürlich auch für die Regionen, ja, die im Prinzip da hotelmäßig auch ein bisschen entlastet werden. Und ganz mal ehrlich, Kreuzfahrturlaub auf dem Balaton, warum nicht, ja? Ja. Jetzt warten wir einen Moment auf die Lacher. Genau. Der 2. April-Scherz von uns. Natürlich, ja, ist eine Kreuzfahrt auf dem Balaton. Aber ihr seht, man muss auch mal lachen können wieder. Und das haben wir, glaube ich, heute wieder so langsam geschafft. Wir fahren so langsam hoch. Aber ja, ganz wichtig, Leute, jetzt habe ich auch hier ein paar, ja, hier schreibt man Balkonkabine. Aber klar, also wenn ihr auf dem Balaton, dann müsst ihr auf jeden Fall eine Balkonkabine nehmen. Ne? Ja, und auf jeden Landtouren, Fall. Muss man dazu sagen, die Landausflüge, die sind noch nicht genehmigt. Das geht noch nicht. Weil Ungarn hat die Grenzen noch zu. Die müssen ja quasi Transit eingeflogen werden über den Balaton-Flughafen dann zum Beispiel oder Debrecen und müssen dann direkt aufs Schiff, weil die Grenzen sind ja zu. Also Landausflüge, ja, geht nicht, aber naja. So, gut, aber noch ganz, ganz wichtig. Es haben auch hier einige Leute gepostet jetzt gerade in den, es gibt natürlich auch April-Scherze, die sind so ein bisschen zweideutig, weil viele Leute glauben das dann wirklich. Hier wurde gefragt, müssen wirklich alle Ausländer bis zum Ende des Jahres geimpft werden, sonst fliegen sie hier raus aus Ungarn. Da gab es irgendwie so eine April-Scherz-Meldung, keine Ahnung. Das war ein April, also heute haben wir 1. April, Leute. Also damit, weiß ich nicht, sollte man nicht so viel scherzen, finde ich, weil viele Leute glauben, ja, das wirklich. Wir haben ganz viele E-Mails auch heute Morgen schon bekommen. Um Gottes Willen, was machen wir? Wenn wir uns nicht impfen lassen, werden wir aus Ungarn ausgeschlossen. Also da, ja, da will euch einer ein bisschen auf die Fährte bringen. Ne? So, ja. AIDA Victor, das geht gar nicht. Also die AIDA Victor. Ach, da sind wieder die Pfennigfuchser hier. War ja noch ein Spaß, Mensch. Ist doch der 1. April. Aber ich fände das gar nicht, ja, so schlecht, ne? Ja, war doch gut. Hier schreibt gerade ein sehr versierter Journalist, der hat das gerade schon über seinen Live-Ticker gesendet, dass die AIDA Victor auf dem Theißsee platziert wird. Also nochmal. War Scherz. Ja. Ja? Ja, aber man muss wirklich hier aufpassen. Also vor allem mit dem Thema Corona sowieso sehr viele Fake News kommen. Wer weiß, was heute dann noch wird, oder? Heute kommt noch. Aber wir haben noch was Kulinarisches können wir noch auf den Weg bringen, oder? Na klar, das geht ja immer. Sollen wir noch einen? Also worauf ich mich auch jetzt freue, so Ungarn, ne, ist ja immer dann dieser Turo, ne, dieser Quark-Riegel. Ja, Turo-Rudi. Turo-Rudi, genau. Turo-Rudi, ja. Die haben jetzt auch die Sensation, also alle Leute, wenn ihr nach Ungarn kommt, dann müsst ihr dieses Ding probieren. Die haben nämlich was Neues auf den Markt gebracht. Ja. Und schaut euch das mal an. Der Turo Rüdi jetzt auch mit gefülltem Kraut. Extrem cool, oder? Ganz neu. Hat man rausgebracht. Ich lass mal nachschauen heute im Geschäft, ob es den schon gibt. Also dann können wir den vielleicht dann mal nächste Woche probieren hier. Turo Rüdi, ja, mit gefülltem Kraut. Naja, vielleicht klingt es schräg, aber ich würde es eigentlich wirklich probieren. Ich würde das mal probieren, obwohl wir uns, ja, alle sicher sind, auch hier Turo Rudi hat hier einen schönen April-Scherz auf den Weg gebracht. Ich würde sagen, heute nehmen wir uns mal die Zeit und durchforsten so ein bisschen die Medien, welche lustigen April-Jecks dort unterwegs waren, und sammeln die, ja, mal hier und da. Vielleicht seht ihr ja, liebe Zuschauer, auch den einen oder anderen und schickt uns den mal zu. April, April, genau. Heute ist der 1. April. Lasst uns über diese wirklich schönen Dinge lachen. Und vielleicht finden wir auch was über Gurken. Ja, so ein, ja, Gurkenscherz und wie auch immer. Also, das sollten wir heute die Augen offen halten hier, finde ich.
und uns die schönsten Aprilsjecks dann hier raussuchen. Viele Leute fragen mittlerweile gerade auch, wie sieht es denn an Ostern aus? Wir haben an Karfreitag keine Sendung, nein, hoher christlicher Feiertag. Und wir haben uns aber hier intern gerade besprochen, dass wir am Montag mal kurz Sondersendung, 10 Uhr dann aber, dass wir alle ein bisschen lange schlafen können, weil so viele Eier gesucht haben und so weiter und so fort, dass wir uns am Montag um 10 Uhr zu einer Live-Bespritzung oder Besprühung, muss man ja sagen, kommen kann. Und da habe ich auch zum Beispiel, ihr seht im Hintergrund hier, jede Menge schöne Dinge schon aufgebaut. Und hier habe ich auch so einen Osterhasen schon gefunden. Damit kann man auch sprühen. Ich weiß nicht, ob das ein Osterhase ist. Auf jeden Fall hat der Ich glaube, das ist nicht ein Osterhase, das ist ein Playboy-Hase. Oh, Schande. Aber egal, passt ja zur Zeit. Den habe ich gefunden heute. Und dann, gut, wir nehmen entweder diesen oder wir nehmen den Eimer dann. Und dann am Montag eine kurze, kleine, frische, auffrischende Osterbesprühung von uns für euch. Ja, und wir essen dann vielleicht auch mit euch oder zusammen hier das ein oder andere Osterei. Zum Beispiel hier handbemalt. Achso, Entschuldigung, hier handbemalt. Ja. Ist das auch mit Sauerkraut, gefüllter Kraut? Den Tururudi, den holen wir dann ja. Oder das Ei ist auch mit Kraut gefüllt, genau. Ja. Da machen wir ein wunderschönes Ostermontags-Special. Also wie gesagt, dann Montag 10 Uhr freuen wir uns auf euch. Und jetzt wünschen wir allen an dieser Stelle, denke ich auch schon, ein wunderschönes Osterfest. Ja, ich denke mal, Nico, du hast auch ein paar schöne, ruhige Tage jetzt noch, bevor es dann am Dienstag wieder losgeht. Aber schönes Osterfest. Sucht viele Ostereier, bemalt viele Ostereier, lasst die Seele ein bisschen baumeln und denkt einfach ein bisschen. Am Montag könnten wir auch diese, weil wenn man ja geht und besprüht, da sagt man ja auch ein kleines Gedicht. Und da gibt es die Klassiker, da gibt es einige witzige. Vielleicht können wir einige sammeln und das sogar übersetzen, zusammen lernen oder was auch immer. Siehst du, jetzt hast du dir schon eine Aufgabe für über Ostern gesetzt. Ja, so bin ich. Arbeiter des Monats, oder? Aber ist der Mitarbeiter des Monats jetzt, genau. Hat alles angefangen im Monat, Nico. Also. wir wollen noch gar, ich habe auch gerade gesehen, hier fragt einer ganz kurz, wie ist das Wort des Tages? Hast du uns was? Ja, das wollte ich auch sagen. Ich hab sogar zwei vielleicht für heute, weil wir haben ja noch nicht besprochen, Ostern auf Ungarisch. Weißt du, was Ostern auf Ungarisch ist, Sven? Huschwet? Huschwet, genau. Huschwet. Ja. Schwed. Huschwet. Wortwörtlich bedeutet das, ohne Fleisch. Also, dass man das Fleisch nicht isst. Also, das ist ja klar wegen. Bitte? Fastenzeit eigentlich noch. Ja. Also, ohne Fleisch. Husch ist ja Fleisch. Und also Huschwet ist Ostern. Und da dachte ich, morgen ist ja Karfreitag. Da sagen wir auch, Karfreitag auf Ungarisch ist Nagypéntek, also großer Freitag, sagt man auf Ungarisch. Und Ostersamstag, oder gibt es ein anderes Wort auf Deutsch für Ostersamstag? Na, ich denke, Ostersamstag sagen wir, glaube ich, gar nicht. Es heißt Ostermontag und Ostersonntag. Aber Ostersamstag ist der Samstag zwischen Oster, keine Ahnung. So. Ostersamstag. In Ungarn sagt man ja Nagypéntek. Karsamstag? Ja. Freitag, Karsamstag. Hier sagt man ja Nagypéntek, Nagyszombat und Húsvét vasárnap. Also Ostersonntag. Ja, jetzt haben wir die grundsätzlichen Osterwörter gelernt. Also, alle schön lernen. Am Montag fragen wir ab. Genau, auf jeden Fall. Genau. So, dann habe ich gerade noch irgendwo ganz kurz gelesen, wann kommt ihr wieder? Ich kann es nochmal sagen, am Montag um 10 Uhr machen wir eine Sonderbesprühung hier. Ja, eine Osterbesprühung. Ja. Ja, keine Segnung, sondern nur eine Besprühung. Ja. Für den Segnen sind die aus Rom da. Die kommen dann Sonntag. Ja. Große Papst. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Ich habe mir noch ein Osterei. Ich esse heute Morgen ein Schokoei. Guck mal hier. Oh, schön für dich. Ja. Schokoei? Ich habe hier nichts rumliegen, leider. Ich habe mich vorbereitet auf die Sendung. Ich hab hier einige Bierchen. Ah! Aber wir haben das war noch Zeit gesprochen, Nico. Ja, das war noch, ich glaube, das habe ich noch für Weihnachten bekommen. Ist für Weihnachten, genau. Ja, aber ich warte noch bis zum Montag für das erste Bier. Genau.
Montagmorgen, ja. 10 Uhr. Ja. Genau, da trinken wir so. Bier. Genau, also wie gesagt, an dieser Stelle nochmal und schaut euch mal unsere schöne Osterdeko an hier. Machtet euch auch schön, färbt ein paar Eier, sucht ein paar Eier. Also ich bin, man sagt ja immer, die Kinder suchen, also ich finde auch Eier suchen spannend. Also ich glaube, ich verstecke ja, auch selber ein paar. Ja, ja, ist auch toll. Ne, Eier bemalen, schönen Osterschinken natürlich raus, obwohl dafür ist ja Fleisch. Ne? Das speist sich ja jetzt ein bisschen. Mhm. Naja, aber am Sonntag, Samstag, Sonntag kann man ja. Okay, also dann an Samstag und am Sonntag könnt ihr dann auch den leckeren Osterschinken essen. Und dann ab Sonntagnachmittag, Montag wird es auch wieder schöner, das Wetter wird ein bisschen wärmer. Und ja, dann könnt ihr Eier draußen suchen. Outdoor-Eier-Suche. Ist auch mehr Platz, ne? Auch mehr frische Luft. So, jetzt haben wir genug geredet. Macht es gut. Frohe Ostern. Und wir sehen uns dann pünktlich zur Besprühung. Also die Frauen müssen sich alles was anziehen. Ne? Wir besprühen nur Frauen hier virtuell. Ja. Und ja, am besten Badeanzug anziehen bei der virtuellen Kaffeetasse. Ja, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also alle Damen am Montag im Badeanzug. Vielleicht kriegen wir auch das ein oder andere Bildchen dann live von euch. Und wir besprühen euch dann am Montag. Macht euch keine Sorgen. Ihr braucht die Tür noch niemals aufmachen. Wir kommen durch den Bildschirm durch mit der Sonderbesprühung hier aus Ungarn. In diesem Sinne, macht es gut und bleibt vor allen Dingen alle gesund. Genießt die Ostertage. Bis Montag, 10 Uhr. Ja. Genau. Tschüss. Siehst du.